Wir sind auch jetzt beim Gasthaus Finkau. Heute wollen wir den Gabler versuchen. So, da vorne sieht man jetzt den Gabler rausspitzen. Unterhalb schön der Gletscher. Ja, wir sind sehr froh. Wir haben Frühjahrsbedingungen, Lawinenstufe 1 und niedere Temperaturen und ein schönes Wetter. Ja, jetzt haben wir so den Wald hinter uns gelassen. Da links über uns ist die Zittauer Hütte. Da gehen wir aber nicht hin, die lassen wir da links liegen. Und wir gehen jetzt immer schön geradeaus weiter zum Gabler. Aber wir werden schon ein paar Stunden haben, weil insgesamt sind es so 1800 Höhenmeter. Gott lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte, so hat es heute geheißen im Evangelium. Passt wunderbar. Es ist einfach nur Herrlichkeit. Gewaltig. Ich hoffe, ihr kriegt ein bisschen was mit von der schönen Atmosphäre. Hier sieht man jetzt den Gipfelhang unterhalb vom Gabler. Also, die letzten Höhenmeter wollen noch geschafft sein. Bis zum Gabler. Da ist er. Also sind wir am Skiniveau vom Gabler. Genau. Schauen wir mal auf den Grad. Ob wir dann aufkommen, vielleicht klickt's. So weit sind wir oben, der Gabler, 3260 Meter über Meeresspiegel. Wunderbar, es ist gigantisch, heute eine gigantische Fernsicht. Und wir haben tatsächlich den Gipfel geschafft, weiß den Herrn. Der Blick da ist herrlich, über 3000 Meter. Ich wünsche euch viel Segen von 3000 Meter heran. Ja, wir waren jetzt oben am Gipfel, sind jetzt beim Runterfahren und die Sonne scheint immer noch so herrlich. Und wir denken wieder, der Sebastian, die denkt an die Sonne, die Gott leuchten lässt. Gott lässt seine Liebe aufgehen über alle Menschen, egal ob sie ihn mögen oder nicht. Und Jesus sagt, ah, wir sollen so sein, wir sollen unsere Liebe aufgehen lassen über allen Menschen, ob sie uns sympathisch sein oder nicht. Und ich glaube, Jesus gibt uns die Kraft. Was meinst du, Sebastian? Kann ich dir nur beipflichten. Auch wenn es manchmal vielleicht nicht ganz so einfach ist. Aber es lohnt sich. Jesus sagt, tut denen Gutes, die euch Böses tun. Liebet eure Feinde. Mit seiner Kraft schaffen wir das.